Herzlich willkommen zur 48. Lego-Stadtfolge. In unserem heutigen Video kehren wir zum ersten Mal in den ländlichen Bereich. Dort werden wir anfangen, einen kleinen Bach zu bauen, worüber eine Brücke führen wird. Ihr seht hier jetzt schon einige Baseplates, diese werde ich jetzt verteilen und dann sehen wir uns sofort wieder. Nun habe ich die 6 Baseplates auf unserer Grundfläche platziert. Ihr fragt euch jetzt mit Sicherheit, wodurch diese Löcher in den Baseplates zustande kommen. Das liegt einfach daran, da meine alte Lego-Stadt beleuchtet war und wir damals durch die Baseplates durchbohren mussten. An dieser Stelle wird eines Tages mal der fertige Bach langlaufen, worüber dann auch eine Brücke führen wird. Ich habe jetzt schon mir einige blaue Plates zurechtgelegt, die wir dann gleich für das Wasser benötigen. Nun habe ich die blauen Plates auf der Grundfläche platziert. Außerdem habe ich schon mit den ersten Trans-Clear-Fliesen angefangen, die blauen Platten zu verschönern. Nun werde ich neben dem Wasser anfangen, den ersten Hügel zu bauen, wo später dann Pflanzen und andere Sachen entstehen werden. Das wäre jetzt mein nächster Fortschritt. Ich finde, das Ganze passt jetzt schon ziemlich gut zu diesem kleinen Bach. Für die Unterkonstruktion habe ich einfach rote Platten genommen, da man diese ja später eh nicht sehen wird. Das Ganze werde ich jetzt auch auf die andere Seite übertragen und dann melde ich mich sofort bei euch wieder. Bis gleich. Nun habe ich das Gleiche auch auf die andere Seite übertragen und mir gefällt das Ganze jetzt schon ziemlich gut. Außerdem habe ich den Bach weiter mit diesen Trans-Clear-Fliesen ausgestaltet, sodass das Wasser nachher viel realistischer aussieht als nur mit diesen blauen Platten. Nun werde ich das Ganze auch an dieser Stelle fortsetzen und melde mich dann sofort bei euch wieder. Nun habe ich das Ganze ein gutes Stück weitergeführt und mir gefällt das Ganze jetzt schon ziemlich gut. Außerdem habe ich die blauen Platten um ein kleines Stückchen versetzt, da der Fluss jetzt so viel realistischer aussieht. Nun werde ich das Ganze auch an dieser hinteren Stelle fortsetzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun habe ich das Ganze bis nach hinten fortgeführt und jetzt zeige ich euch den Rest mit der Brücke in einem kleinen Speedbuild.
das war es dann aber auch wieder mit dem heutigen Stadtupdate. Schreibt mir doch mal eure Meinung zu dem ersten Teil unseres ländlichen Bereiches in die Kommentare. In der nächsten Folge bauen wir den Hügel für den ländlichen Bereich, wo dann später ein Bauernhof entstehen wird. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann zeigt mir das doch gerne mit einem Daumen nach oben und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis dahin, macht's gut und tschüss.